Ich will nicht daran denken, was passiert wäre, wenn die Tool hier gelandet wären. Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken. Wir haben gerne geholfen, aber wir sind aus einem anderen Grund hier. Richtig, Sie hatten angefragt, ob ein Mensch namens Jack Forrester die Station besucht hat. Das hat er tatsächlich. Wann? Kurz bevor die Tool hier eintrafen. Merkwürdig. Was wollte er hier? Wir nahmen an, er sei Dr. Sarkoffs Mitarbeiter. Er hatte die Identifikationscodes von Sarkoff. Er hat mit ein paar Forschern gesprochen. Dann ist er wieder gegangen. Jack, ein Wissenschaftler. Wer ist dieser Sarkoff? Wie kann ich ihn finden? Dr. Sarkoff arbeitet an geheimen Regierungsprojekten. Seine jetzige Station kenne ich nicht, aber sie wird wohl im Raptor-Territorium liegen. Ich könnte Ihnen den Schlüssel zum ersten Raptor-Cluster geben. So, ich habe den Schlüssel in Ihr Logbuch überspielt. Ich hoffe, Dr. Sarkoff ist nicht zugestoßen. Viel Glück. Ihnen auch. Dieser unterschwellige Humor ist, finde ich, einfach nur genial an dem Spiel. Also, Sarkoffs Station. Nach einem Kampf gegen die Tool-Drohnen hat man dir erlaubt, auf der Forschungsstation im Mandedulce-System zu landen. Dort hast du vom Stationsleiter erfahren, dass Jack zwar da war, jedoch wahrscheinlich zu einer anderen Forschungsstation im Raptor-Territorium weitergeflogen ist. Kurz zuvor hat Jack mit einem Wissenschaftler namens Sarkoff dort gesprochen. Das genaue System seiner Station konnte man dir nicht nennen, aber immerhin hast du einen Schlüssel bekommen, um das Raptor-Territorium betreten zu können. Okay. Auf der Forschungsstation kann man natürlich nichts kaufen oder verkaufen oder sonst was, weil die forschen ja nur, die kaufen nicht. Darkstar One, hier noch ein guter Rat. Die Stimmung zwischen Raptoren und Terranern ist derzeit sehr gereizt. Erwartet also keine besondere Hilfe bei der Suche nach Sarkoff. Danke. Wir werden sehen. Wir werden hoffentlich irgendwie klarkommen. Da fällt mir was ein. Ich kenne einen Raptor, der mir noch einen Gefallen schuldet. Er lebt hier bei den Mortok im Bianar-System. Ich könnte ihn um Hilfe bitten. Klingt nach einer guten Idee. Okay. Haben wir jetzt eigentlich schon den... Ach, da hinten. Also da haben wir sogar schon den Schlüssel für ein Raptor-System. Cool. Also da haben wir dann die Raptor. Hier haben wir dann noch welche. Und da unten haben wir dann noch eine Rasse und da hinten. Aber welche jetzt welche ist, weiß ich nicht mehr, oder? Doch, ich glaube, ich weiß es wieder so halbwegs. Aber ich sag's euch nicht. Roger. Wir brauchen noch 3 Artefakte bis zur nächsten Stufe. Haben wir hier 1, 2, 3. Boah, sehr gut. Ich hätte dann mal gesagt, dann kümmern wir uns doch jetzt erstmal um die Artefakte. Dann haben wir die jetzt erstmal schön eingesammelt. Und dann... Was bekomme ich dann eigentlich? Oh, eine neue Nachricht des Galaktischen Rates am Terminal abrufbar. Wieder Überfall im Mandedulce-System. Und wir waren mittendrin. Hey, ein Artefakt in nur 12 Units Entfernung. Also, nix wie hin. Und hoch und links und hoch, 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 rollen und hoch und da sind wir dann schon. Und da ist das Artefakt. Her damit. Sehr gut. Und da geht's wieder raus. Noch 2 bis zum nächsten Upgrade. Sehr gut. Jetzt ist nur noch die Frage, was wollte ich dann nochmal ausbauen? Nein, hier nicht, hier. Ich glaube, die Flügel wollte ich dann ausbauen.
aber ich weiß es nicht mehr. Kann ich von hier irgendwas handeln, schmuggeln oder sonst was? Nö, kann ich nicht. Dann sammle ich da oben das Artefakt jetzt noch ein. Ja, ich weiß, hin und wieder geht die Artefaktsammelei mal auf die Nerven, aber bis jetzt war kein Artefakt wirklich weit weg. Also weit weg ist es erst ab, boah, so 20, 30 Units aufwärts. Das nenne ich dann weit weg. Ach, da ist nur eine Drohne da unten. Ich dachte gerade schon, was ist da unten so rot? Und dann wieder eintauchen in den Asteroiden. Verdammt. Ich hätte vielleicht nicht mit Vollgas fliegen sollen. So, und wo ist hier jetzt bitte das Artefakt? Piraten in 12 Units Entfernung. Äußerst nah. So, noch eins bis zum nächsten Upgrade. Dann muss ich jetzt nur noch gucken, wie ich da runterkomme. Ich hoffe mal, von dem System, in das ich jetzt springe, komme ich dann auch da runter und kann die Sidequest erledigen. Aber wir werden sehen. Lular-System. Da fällt mir gerade noch was ein. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken, nämlich mit dem nächsten Upgrade. Nein, die Waffenklasse wird nicht erhöht. Hier gibt es nämlich noch eine Anomalie. Und weil ich gerade da bin, kümmere ich mich gleich noch um die Piraten hier. Ich muss euch ja irgendwie hier auch unterhalten, oder? Sieh an, noch jemand, der für eine Prämie sein Leben opfert. 6 Piraten in Angriffsformation. Und was unterhält besser als ein schöner, blutiger Kampf? Ich zeige dir jetzt das. Schilde sind runter. Ein Kampf ohne Ruckler ist noch schöner. Meine Fresse. Die hauen jetzt aber mal wirklich rein. Zumindest genug, dass ich meinen Schildboost aktivieren musste. So, genug gespielt. Jetzt machen wir kurzen Prozess mit dir. Ja, ja, ist klar. 2 Leibwächter im Anflug. Hui, der hat mir gerade die halben Frontschilde weggeballert. Das finde ich aber gar nicht nett. Er hat meine Schilde durchdrungen. Jetzt habe ich aber genug von dir. Mach dein Testament. Tut mir leid, hab gerade keinen Notar da. Die Schilde haben sich verabschiedet. Um alles muss man sich selbst kümmern. Meine Fresse. Pass auf, der hat eben unsere Schilde einfach weggeblasen. Erwischt! Fuck. Du entkommst mir nicht. Scheiße, wann hatte ich das letzte Mal zwischengespeichert? Nein! Okay, wir sehen uns das jetzt nochmal an, das Trauerspiel. Aber ich denke mal, ich werde es für euch jetzt alles erstmal etwas... Was ist das? ...rausschneiden. Es sind plötzlich Schiffe aufgetaucht, aber sie kommen nicht durch das Absprungtor. Vielleicht sind sie mit einem Absprungaktuator ausgerüstet. Nicht bei dieser Größe. Dafür sind die Schiffe viel zu klein. Tool-Drohnen! Wurde dieses System nicht schon mal von ihnen angegriffen? Stimmt. Das ist sicher kein Zufall.
Sie nehmen Kurs auf die Forschungsstation. Forschungsstation Mande Dulce an Darkstar One. Wir benötigen Unterstützung gegen die Drohnen. Die Station hat keine Geschütztürme. Wahrscheinlich sind sie beim letzten Drohnenangriff zerstört worden. Dann bleibt uns keine Wahl. Wir müssen helfen. So, und jetzt dann das ganze Artefakte holen und so weiter. Schneide ich euch dann aber wohl raus. Genauso wie hier den weiteren Kampf. Also dann bis gleich wieder im Lula-System. Und da sind wir wieder im Lula-System. So. Diesmal wird jetzt vorher automatisch gespeichert. Zumindest der automatische Speicher überschrieben. So. Und diesmal mache ich die aber sowas von fertig. Niemand wildert ungestraft in unserem Gebiet. 4 Piraten im Anflug. Nur 4? Wenn es jetzt nur 4 Piraten sind, bedeutet es dann aber, dass es dann umso mehr Leibwächter werden. Unschön. Äußerst unschön. Elitekrieger, er gehört euch. 3 Leibwächter greifen an. Okay, 3 gehen noch. Ich behalte schwere Umschlag hier. Erstmal wieder Schildboost aktivieren. Ich komme nicht mehr. Dieses Gesindel war zu schwach. Jetzt werde ich dich zerquetschen. Ach, ein Mordhog-Boss. Okay, mit dem kann ich umgehen. Das ist gar kein Problem für mich. Da kann ich ja immer schön feige abhauen. Wenn der sich wieder auflädt, ist gar kein Problem. Jetzt lerne die Stärke eines wahren Mordhog kennen. Wow, da war ein Asteroid. Piratenboss ist nur noch ein Container übrig. Ich wollte gerade noch sagen, das lässt du schön mit aufladen, aber da war es schon zu spät. So, mal gucken, ob ich jetzt eine bessere Geheimdienstwaffe bekomme. Weil das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich, wenn ich schon voll ausgestattet war mit Geheimdienstwaffen, dass ich dann eine der gleichen Klasse bekommen habe, aber die war besser. Keine Ahnung, wie das ging. Ja, seht ihr, jetzt die hier ist jetzt schlechter als die, die ich schon habe. Obwohl es die gleiche Waffenklasse ist, obwohl es die gleiche Waffenart ist, aber sie ist schlechter. Aber seltsamerweise, sie ist gleich viel wert wie die guten. Keine Ahnung, warum. Egal, kann man verkaufen. So, und jetzt komme ich da runter in das System. Okay. Moment. Ja, erstmal wird gespeichert. Ihre Terraner,
Ich werde dich auf dieser Mission begleiten. Alle Zielsatelliten sind im Meteoritenfeld stationiert. Muss ich auf irgendwas achten? Die Ziele sind bewaffnet. Aber ich denke, das wird ein leichter Kampf. Na dann los. Na, als her mit dem Zeug. Verarbeiten wir den Schrott zu Weltraumschrott. Kann man Schrott noch zu Schrott verarbeiten? Gute Frage. Das war der erste. Doch der zweite folgt zugleich. Wieder einer weniger. Satellit vernichtet.